Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und zu einem neuen Video mit der Todesstern-Silikonform von Star Wars. Und viele von euch hatten es sich gewünscht, dass ich mal Seife darin mache. Und dieses Mal mache ich es auch. Ich habe hier Seifenbasis, das ist Melt and Pour, also zum Schmelzen und Gießen von Stephenson. Und die haben wir einfach bei Amazon gekauft. Also die findet ihr da direkt und die ist eigentlich auch wirklich zu empfehlen. Das ist die Milchseife in diesem Fall. Und hier in der Packung sind noch ein paar Reste. Die werde ich nochmal einschmelzen und die werde ich dann da reingießen. Die wird einfach in der Mikrowelle geschmolzen. Und ich habe hier Mikrowellen geeignetes Geschirr mit einem Ausguss. Und die Form, wenn einige von euch die anderen Videos noch nicht gesehen haben, die funktioniert so, dass hier drin die Linien des Todessterns und natürlich auch der Laser abgebildet sind, beziehungsweise auch so eingelassen sind. Und die bilden dann natürlich nachher in dem, was da reingegossen wird, die Struktur ab. Das Ganze wird so zusammengesteckt und dann immer von oben befüllt. Und ich gieße einfach die Seife hier oben gleich durch das Loch. Aber vorher werde ich die Seife natürlich erstmal einschmelzen. Und wie gesagt, einfach in der Mikrowelle schmelzen. Ich habe hier jetzt die beiden Kännchen mit der flüssigen Seife drin. Die ist wie gesagt geschmolzen und auch noch richtig schön heiß. Da ist mir ein bisschen übergelaufen. Und die fülle ich jetzt hier hinein. So, es ist mir jetzt tatsächlich ziemlich übergelaufen. Also ein bisschen Schweinerei hier auf dem Tisch, aber es ist bis oben hin voll. Ich gieße vielleicht sogar noch ein bisschen nach. So. Und dann lasse ich das Ganze einige Stunden und zwar am besten über Nacht aushärten. So, den Rest, der übergelaufen war, habe ich abgeknibbelt und die Seife ist jetzt über Nacht ausgehärtet und ich schaue jetzt einfach mal hinein. Dieses Mal geht es ganz schön schwierig auf. Oh, ihr seht hier schon die Linien. Das ist wirklich sehr schön geworden. Und ich mache jetzt auch mal hier die Unterseite noch ab. Oh, das will gar nicht dieses Mal. So, ich habe jetzt einen richtigen Winkel gefunden und ihr seht jetzt hier auch den Rest. Und ich finde, das ist bisher das beste Ergebnis von dem Todesstern. Ihr seht hier den Laser richtig gut, hier auch mit dem Mittelpunkt, hier einmal zum Vergleich. Also ich bin super glücklich mit der Seife. Hier ist es leider doch nicht ganz voll gewesen und hier noch ein bisschen mit den Schaumbläschen. Aber das hat den Vorteil, dass der Todesstern auch dieses Mal richtig steht. Und ich finde, das ist eine richtig schöne Seife geworden. Die Farbe ist natürlich auch super niedlich. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn es so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall auch mal bei den anderen Videos vorbei, die ich mit der Todesstern-Silikonform gemacht habe. Und ja, vielleicht habt ihr ja noch eine gute Idee, was ich noch alles hineinfüllen könnte. Was ich noch ausprobieren soll, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Und ja, vielleicht habt ihr ja Lust, bei Twitter, Instagram oder Facebook mal bei uns vorbeizuschauen. Da sind wir natürlich auch überall. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration.